In diesem Video geht es um die sogenannten Funktionen. Was wir heute machen wollen, ist, wir wollen verstehen, was eine Funktion ist, was eine Funktion ausmacht und auch ein paar Grundbegriffe zu diesem Thema kennenlernen. Wir fangen jetzt mit einem Beispiel an, welches ganz ohne Zahlen auskommen wird. Und zwar haben wir einmal die Menge der Werktage, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und die zweite Menge, die hier eine Rolle spielen wird, ist die Menge der Schulfächer, die vielleicht irgendeine Person hier gewählt hat. Zum Beispiel Mathe, Deutsch, Geschichte, Chemie und so weiter. Diesen Werktagen möchte ich bestimmte Fächer zuordnen. Und zwar möchte ich, die Zuordnung funktioniert so, einem Tag wird das Fach zugeordnet, das an diesem Tag als erstes stattfindet. Ja, und diese Zuordnung nenne ich F und werde sie mit Pfeilen darstellen. So wie ist das zu lesen? Am Montag haben wir in der ersten Stunde Englisch, am Dienstag haben wir als erstes Geschichte, am Mittwoch Deutsch, am Donnerstag Mathe und am Freitag nochmal Deutsch. So, als die erste Beobachtung, die wir hier jetzt machen, wir haben zwar die Menge der Fächer, es gibt aber Fächer, die getroffen wurden und es gibt aber Fächer, die nicht getroffen wurden und die, auf die ein Pfeil zeigt, würde ich gerne jetzt hier farbig hervorheben. Das wird auch später eine Rolle spielen. Und zwar hier mit diesen grauen Markierung möchte ich die Fächer hervorheben, die den Werktagen zugeordnet wurden. Also nochmal hier F. Diese Zuordnung ordnet den Werktagen die ersten Unterrichtsstunden an Tag zu. Später werden wir diese Zuordnung eine Funktion nennen und auf der nächsten Folie werden wir auch definieren, was eine Funktion ausmacht. Und zwar, dass man den Werktagen jeweils ein Element in dieser zweiten Menge eindeutig zuordnet. Das bedeutet, dass wir am Montag nur ein Fach in der ersten Stunde haben, was nicht möglich wäre, zum Beispiel, dass wir am Montag Englisch und Sport hätten. Diese Zuordnung wäre dann keine Funktion, weil sie an dieser Stelle nicht eindeutig wäre. So, was haben wir noch? Die Werktage nennt man dann die Definitionsmenge von F. Das sind jetzt die Elemente, denen etwas zugeordnet wird. Die Schreibweise ist groß D und in dem Index kommt der Name der Funktion. Da wir die Funktion f genannt haben, kommt hier ein kleines f in dem Index. Die Definitionsmenge kann man auch hinschreiben, indem man alle Elemente dann aufzählt. Die Definitionsmenge ist dann gleich. Dann kommen die sogenannten Mengenklammern, so geschleifte Klammern und dann zählt man die Elemente auf. An dieser Stelle würde ich gerne noch eine weitere Schreibweise einführen. Und zwar kann man die Definitionsmenge schreiben als die Wochentage. Die Wochentage beinhalten natürlich noch Samstag und Sonntag. Und mit diesem Schrägstrich hier wurden wir aus der Menge der Wochentage den Samstag und Sonntag herausnehmen. Ja, das bedeutet, die Menge der Wochentage ohne Samstag und Sonntag ist eine Kurzschreibweise, die uns immer wieder begegnen wird. Okay, die Menge der Fächer in diesem Zusammenhang würden wir als Zielmenge bezeichnen. Dieser Begriff wird eigentlich so gut wie nie vorkommen im späteren Verlauf. Der Grund ist, diese Zielmenge wird immer die gleiche sein. Das wird die Menge der reellen Zahlen sein, deshalb werden wir sie kaum erwähnen, weil die für uns an dieser Stelle nie so interessant sein wird. Für mich gehört es aber dazu, dass man folgende Menge, nämlich die hier grau markierte Menge, die sogenannte Wertemenge von F, die Schreibweise ist ähnlich wie bei der Definitionsmenge, groß W und in Index Name der Funktion. Diese Wertemenge ist nämlich immer eine sogenannte Teilmenge der Zielmenge. Hier in diesem Fall sind das die Fächer Deutsch, Englisch, Geschichte und Mathe. Und das ist eine sogenannte Teilmenge der Fächer. Und das schreibt man jetzt mit hier so einem Hufeisen.
und im Strich drunter, das ist ein Zeichen für eine Untermenge. Das bedeutet, alle Elemente, die in der Wertemenge liegen, sind auch Elemente der Zielmenge. Und hier grafisch dargestellt ist das hier diese grau markierte Fläche. Okay, kommen wir zu der Definition. Eine Zuordnung f, die jedem Element der Definitionsmenge df genau ein, das ist hier sehr wichtig, genau ein Element der Wertemenge wf zuordnet, heißt eine Funktion. So, wie spricht man das dann aus? Wir sagen, f bildet die Definitionsmenge auf die Wertemenge ab. Und eine Kurzschreibweise für diesen Satz hier sieht dann folgend aus. F Doppelpunkt df, Pfeil nach rechts wf, zu lesen f mit der Eigenschaft, dass die Definitionsmenge auf die Wertemenge abgebildet wird. Also das ist jetzt eine allgemeine Definition von Funktionen. Für uns sind jetzt nicht alle Funktionen interessant in dem Thema, bei dem Thema, mit dem wir uns jetzt befassen, in der sogenannten Analysis. In der Analysis geht es um bestimmte Definitions- und Wertemengen, nämlich in der Analysis untersuchen wir Funktionen, deren Definitions- und Wertemengen reelle Zahlen sind. Und auch diese Aussage hier kann man kurz hinschreiben. Es geht jetzt hier an dieser Stelle darum, diese Symbole einmal gesehen zu haben und sich mit denen vertraut zu machen. Auch wenn sie jetzt beim ersten hingucken, vielleicht etwas befremdlich aussehen. Und zwar geht es jetzt nochmal hier um diesen Satz. Wie könnte man das jetzt kurzer hinschreiben? F mit der Eigenschaft, dass die Definitionsmenge auf die Wertemenge abgebildet wird. Das ist soweit das gleiche wie hier. Es kommen aber noch hier diese Teilmenge-Symbole. Und zwar die Definitionsmenge ist eine Teilmenge der reellen Zahlen. Und auch die Wertemenge ist eine Teilmenge der reellen Zahlen. Wobei wir hier vielleicht etwas unintuitiv für uns hier lesen müssen. Und zwar die Teilmenge schließt nicht aus, dass diese Mengen auch gleich sind. Also eine Definitionsmenge können wirklich alle reellen Zahlen sein. Das wird sogar relativ häufig der Fall sein. Und bei der Wertemenge ist es im Prinzip auch möglich, dass alle reellen Zahlen dann der Definitionsmenge zugeordnet werden. So, bei dem ersten Beispiel hatten wir eine Zuordnung, die wir wunderbar mit Pfeilen darstellen konnten. Das ist natürlich bei einer Definitionsmenge, die aus unendlich vielen Elementen besteht, nicht mehr möglich. Und diese Zuordnung werden wir meistens in Form einer sogenannten Funktionsvorschrift bzw. einer Funktionsgleichung dann darstellen. Was das genau ist, sehen wir gleich in ein paar Beispielen. So, eine weitere Eigenschaft von diesen Funktionen, die wir in der Analysis darstellen, ist, dass sich diese Zuordnung in Form eines sogenannten Funktionsgraphen darstellen lässt. Auch die Funktionsgraphen werden uns relativ häufig beschäftigen. Okay, wir schauen uns gleich zwei Funktionen an, die diese Voraussetzung erfüllen, also zwei Funktionen, die zum dem Bereich der Analysis gehören. Okay, die erste Funktion ist die Funktion f, die reellen Zahlen auf reellen Zahlen abbildet, wobei diese reellen Zahlen hier zuerst die sogenannte Zielmenge ist. Wie schon öfter gesagt, diese erste Zeile hier wird uns relativ selten begegnen, weil in der Analysis ist eigentlich immer der Fall ist, deshalb lässt man das oft weg. Viel wichtiger an dieser Stelle ist, wie funktioniert diese Abbildung, und das funktioniert mit einer sogenannten Funktionsvorschrift. F bildet ein Element der Definitionsmenge ab, und zwar nach der Vorschrift x wird dem Quadrat von x zugeordnet. So, also da, wie gesagt, hier die Funktionsvorschrift. In diesem Zusammenhang ist f
der Name der Funktion. Dann haben wir ein x, ein Element oder die Elemente der Definitionsmenge. Das sind dann die sogenannten Argumente. Was hier steht, also das Ganze insgesamt, ist die sogenannte Funktionsvorschrift. Da wird jetzt gesagt, wie heißt die Funktion und wie funktioniert die Zuordnung. X wird x² zugeordnet. Die gleiche Information kann man auch der sogenannten Funktionsgleichung entnehmen. Das kennt man vielleicht noch aus der Mittelstufe. F von x ist gleich x². In diesem Zusammenhang haben wir jetzt hier x² als Funktionsterm. Das ist das, was hier auf der rechten Seite der Zuordnung steht, beziehungsweise gegenüber hier diesem f von x. Und apropos f von x, das ist jetzt der Wert von f an der Stelle x, oder kurz, wie schon gesagt, f von x. So, die Definitionsmenge an dieser Stelle darf tatsächlich, es dürfen alle reellen Zahlen sein, weil in dieser Vorschrift gibt es keine Probleme, wir müssen nichts ausschließen. Alle reellen Zahlen können quadriert werden, also kein Problem. Bei der Wertemenge, da muss man sich ein paar Gedanken machen. Wenn wir jetzt etwas Positives quadrieren, bekommen wir eine positive Zahl. Wenn wir etwas Negatives quadrieren, dann heben sich diese zwei Minusse auf und wir bekommen wieder etwas Positives. Und wenn wir jetzt hier die 0 einsetzen, 0 zum Quadrat ist auch 0. Also sind die Wertemenge sind eigentlich alle nicht negative Zahlen, würde man sagen. Und man kann das so hinschreiben mit Plus als Exponent, sagt man, dass wir nur positive Zahlen nehmen und die 0 soll auch dazu gehören. Und deshalb schreiben wir das jetzt hier in dem Index. Das heißt, das ist jetzt so zu lesen, dass wir jetzt nur die positive reellen Zahlen und die 0 mitnehmen. Auch dafür gibt es eine alternative Schreibweise, und zwar, wir können schreiben hier R und in dem Exponenten größer gleich 0. Also das hier und das hier bedeutet das Gleiche, je nachdem in welchem Buch oder auf welchem Arbeitsblatt man das jetzt nachschaut. Okay, dann hätten wir noch den Graphen von einer Funktion. Ein Graph ist die Menge aller Punkte mit folgenden Koordinaten. Wir haben die Argumente und die Argumente sind die x-Koordinate der Punkte und die y-Koordinate der Punkte sind die jeweiligen Funktionswerte. Und bei dieser Funktionsvorschrift begegnet uns ein Graph, den wir schon, glaube ich, öfter gesehen haben. Das wäre jetzt eine normale Parabel. Okay, die zweite Funktion, die wir uns anschauen, die sieht etwas anders aus. Und zwar bei der Definitionsmenge muss ich schon vorab etwas herausnehmen. Und zwar die 0 darf jetzt nicht zu der Definitionsmenge gehören. Weshalb? Weil wir hier einem Argument 1 durch x zuordnen. Und das funktioniert für die 0 nicht, weil wir ja durch 0 nicht teilen dürfen. An dieser Stelle müssen wir uns also vorab Gedanken darüber machen, was die Definitionsmenge eigentlich ist, wenn man hier diese erste Zeile hinschreiben möchte. So, und hier wiederholt sich einiges. F ist auch hier der Name der Funktion. X ist ein Argument. Funktionsvorschrift lautet hier, x wird 1 durch x zugeordnet. Auch das kann man als eine Funktionsgleichung hinschreiben. Unser Term lautet hier 1 durch x. Und f von x wird auch hier an dieser Stelle gelesen wie der Wert von f an der Stelle x oder kurz f von x. So, die Definitionsmenge sind alle reellen Zahlen außer der 0, weil man, wie gesagt, durch 0 nicht teilen darf. Auch hier gibt es eine alternative Schreibweise, und zwar anstatt hier die 0 rauszunehmen, kann man hier in dem Exponenten ungleich 0 hinschreiben. Das ist eine gleichwertige Darstellung, wobei ich glaube, die hier
häufiger vorkommen wird. So, in dem Wertebereich, da werden wir tatsächlich alle reellen Zahlen treffen, bis auf die Null. Man kann, wenn wir etwas Negatives einsetzen, bekommen wir eine negative Zahl. Bei großen Xen werden wir sehr kleine Funktionswerte bekommen, bei kleinen Xen sehr große Funktionswerte und so weiter. Und den Graphen kann man sich jetzt auch anschauen. Das ist die sogenannte Hyperbel. Die geht jetzt hier unendlich hoch nach oben. Also wir treffen tatsächlich auf der Y-Komponente alle Zahlen. Und hier geht es unendlich weit nach unten. Was aber nie erreicht wird, ist hier die 0 auf dieser Seite, beziehungsweise auf dieser Seite. Deshalb hier diese Wertemenge aller reellen Zahlen ohne die 0. Wenn man die Zuordnung in Form eines Graphen hat, kann man auch zumindest in diesem Abschnitt relativ einfach feststellen, ob es sich bei dieser Zuordnung um eine Funktion handelt, ja oder nein. Und dazu die nächste Folie, nämlich nicht jede Kurve, die wir jetzt in einem Koordinatensystem haben, ist auch ein Funktionsgraph. Hier ein Gegenbeispiel, folgende Kurve, die hier, die geht jetzt einmal von links nach rechts. Und dann geht sie einmal rückwärts und wieder zurück. Und wenn man sich jetzt die Stelle x gleich 1 anschaut, haben wir der 1 einmal die 0, einmal die 1 und einmal die 2 zugeordnet. Und das ist dann so zu lesen, dem Argument 1 werden hier drei Werte zugeordnet und damit ist diese Kurve hier kein Funktionsgraph, zumindest im Sinne der Analysis, die wir in der Schule betrachten, weil wir ja da üblicherweise Funktionen uns anschauen, die die reellen Zahlen in reellen Zahlen abbilden.